Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Als Kind war sie krank, von ständigen Anfällen geplagt. Aber Inarius hat sie geheilt. Als ich sie traf, war ich ein Sünder. Aber ihr Glaube zeigte mir, was ich sein könnte. Niemand ist besser dazu geeignet, uns zu führen. Eine unserer Verteidigungen gegen die großen Übel. Wir bekämpfen Terror mit Glauben, Hass mit Mitgefühl. Wir haben die mächtigen Türme von Korvalar gebaut, um der Zerstörung standzuhalten. Er erhielt eine Prophezeiung. Licht durchdringt das Herz des Hasses. Er wusste, was das bedeutete. Es würde sein Schicksal sein, Lilith zu töten. Und wenn er das tut, wird er erlöst und erneut in die Himmel aufsteigen. Nennt euer Begehr. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore! Ihr wart gute Soldaten. Habt hart gearbeitet und gekämpft. Und getrunken. Brüder, Schwestern, ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Vigo? Was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava gestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Halt! Sie erwartet uns. Vigo, viel Glück. Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen, dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanctuario gebracht. Inarius wird uns befreien, so steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster, läutert euren Geist.
Dann können wir über einen Segen sprechen. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Seid gegrüßt. Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nähme einem die Sünde ab, belastet einen, Körper und Seele, beutelt einen so richtig. Es läutert einen, als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, meine Freundin. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Nichts Gutes. Hab mehr als nur ein paar gute Soldaten daran verloren. Aber sie läutert einen für Inarius. Seltene Ehre für Außenstehende. Wenn man das so nennen kann. Ich hatte meine Zweifel. Die Priester redeten ununterbrochen von Liliths Rückkehr. Doch nun ist sie hier, genau wie sie es gesagt hatten. Ja, nein, ich bin noch lange nicht bereit. Selbst wenn ich den Weg überlebe, wer weiß, was am Ende geschieht. Aber ihr habt eine echte Chance. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Ich muss noch etwas warten. Ich habe nicht genug Geisteskraft.
Horcht auf, Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Horcht auf, Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außer... Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Eurer Wunden. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen, denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. Euch um. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater, denn er hat uns den Weg gezeigt. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Geisteskraft.
habe keine Geisteskraft mehr. Ich muss noch etwas warten. Naht, Pilgerin. Blickt in euch hinein. Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Haltet euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Nicht genug Geisteskraft. Ich spiele eben gern Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Ich will nur... Verdammt! Ich bete! Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Weiß nicht genau. Aber ich habe verrückte Gerüchte gehört. Ihr alter Mönch, falls der Pechvogel überhaupt noch lebt. Da drin ist es sicher so kalt wie hier draußen. Aber prächtig wird es sein, das steht fest. Nur das Beste für den Hohen Herrn.